Hallo, herzlich willkommen heute wieder. Und es ist der Tag des Herrn, Sonntag, der 19. November. Am Sonntag, da sind ja viele Priester unterwegs, Pastoren, Pfarrer, Prediger, Verkündiger des Wortes Gottes. Und da hat der heutige Losungstext etwas dazu zu sagen, zu diesen Menschen, die diese Berufung haben. Des Priesters Lippen sollen die Lehre bewahren, dass man aus seinem Munde Weisung suche. Denn er ist ein Bote des Herrn Zebaoth. Also da wird uns gesagt, was eigentlich die Aufgabe des Priesters ist. Oh, und übrigens, laut dem Neuen Testament ist eigentlich jeder Jünger Jesu auch ein Priester. Nicht im herkömmlichen Sinn, dass er ein bestimmtes Amt sozusagen hat, von Menschen auferlegt oder übertragen, sondern es ist ein Dienst, zu dem der Herr all seine Jünger beruft, einen priesterlichen Dienst, einen seelsorgerlichen Dienst, einen Lehrdienst mit Weisung, um Leuten den richtigen Weg zu zeigen. Ihr seid das königliche Priestertum, sagt der Apostel Petrus einmal an einer Stelle. Gell? Und da meint er nicht nur irgendwo so die Elite der Gemeinde oder die führenden Leute, sondern eigentlich jeder, der zur Gemeinde gehört. Jeder, der zu Jesus gehört, ist in diesem Sinn auch ein Priester, der auch Fürbitte tut, Gebet und vor allem auch, wie es im heutigen Losungstext steht, auch die Lehre bewahren. Die wahre Lehre, die reine Lehre über Jesus, über seine Erlösung, über Gottes Liebe, über Gottes Gerechtigkeit. Ja, und dazu haben wir eigentlich die ganze Schrift dazu. Und darum heißt es ja dann ja auch im Lehrtext, dass man soll eigentlich jederzeit fähig und bereit sein, das zu tun. Wie sagt er der Petrus? 1. Petrus 3, Vers 15. Seid alle Zeit, Tag und Nacht, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert, über, worüber? Über die Hoffnung, die in euch ist. Also, wenn man ins Gespräch kommt, warum man an Jesus glaubt, warum Jesus der einzige Weg, die einzige Wahrheit, das einzig wahre Leben ist, warum man ja das behaupten kann, und da soll man dann einfach das auch begründen können. Also seid alle Zeit zur Verantwortung, wo jedermann sogar. Also wenn wir da herausgefordert werden, dann sollen wir uns dieser Herausforderung stellen. Und jedermann, der von euch Rechenschaft fordert, worüber? Über die Hoffnung, die in euch ist. Welche Hoffnung ist in dir heute? Worin ist deine Hoffnung begründet? Ist das in Jesus, in dem, was er getan hat, in dem, was er versprochen hat? Oder ist es einfach in einer Religiosität? In einer Schale, in einer hohlen Schale, in der wirklich kein wirkliches Leben ist. Also worin ist deine Hoffnung begründet? Ist es Jesus, den Auferstandenen, den wiederkommenden Messias, Heiland der ganzen Welt? Wenn das der Fall ist, dann hast du und ich auch Grund zur Freude und zur Dankbarkeit. Und solange wir können, sollen wir einfach bei allen Möglichkeiten, die uns sich da auftun, immer wieder bereit sein, ja, unseren Herrn zu bekennen und zu bezeugen. Und dazu wünsche ich dir auch heute wieder viel Freude, Mut und Kraft und Weisheit, Liebe und Geduld.
Der Herr segne dich. Servus.